Willkommen bei Creativas. Ja, und gestern sind wir ziemlich brutal im Server entfernt waren. Da ging da nichts. Ich habe ein bisschen weitergemacht und das zeige ich euch dann gleich. Ja, ich brauche mittlerweile mehr Kisten, weil es ein Bergab tragen gibt. Viele Ressourcen, wie man hier sieht. So, das gehört natürlich nicht da rein. Da drüben haben wir irgendwo Holz. Da haben wir Holz. Da haben wir das Holz, da sind die Monster Drops. Korallen sind, glaube ich, wieder eins oder noch eins daneben. Da. So, und den Rest werden wir halt einfach mitnehmen. Ja, da oben haben wir noch massig Erde. Ja, die Erde wollen wir natürlich nicht gleich wieder mitnehmen. Und den Rest gehen wir mal da rein. Da, weg damit. Wir brauchen Platz im Inventar. Warum? Ich habe da was vorbereitet. Also man sieht, der Berg ist deutlich kleiner. Und wir haben mit diesen Exkavatoren da zum Abbauen ein bisschen herumexperimentiert. Okay, das ist zu hoch. So. Die löschen eine 7x7 große Fläche und 7 hoch. So. Ich habe mir gedacht, machen wir da mal ein bisschen Großarbeiten. Zack. Okay. Und zack. Und zack. Ups. Ja, man sieht hier, da stößt er an seine Grenzen. Bedrock und Limestone kann er nicht abbauen. Müssen wir nachher wohl händisch machen. Aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Zack, zack. Zack. Geht da hinten noch eine Reihe. Ja, man sieht, wenn man das vorher vorbereitet, dann kann man eine nach der anderen hochgehen lassen. So, und dann in Sicherheit stellen. Oh, es gab eine schöne Grundfläche da. Ah, und da können wir sogar runtergehen. Oh, da haben wir gleich eine. Dankeschön. Da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich mal rausbohren. Da, jetzt sind wir auf der richtigen Höhe. Wie man sieht, es sind da natürlich auch Höhlen drunter. Kann einem auch passieren. Ja, dann muss man das nachher wieder einebnen. Das ist für mich genau die Höhe, die ich dann haben wollte, wo ich jetzt bin. Das heißt, ich werde das da unten dann auch einfach noch abbauen und wahrscheinlich Erde hinbauen. Wollen wir gleich einmal machen, zumindest dort, wo nichts ist. So. Also so ist es eigentlich dann gedacht. Ups. Und dort, wo jetzt Stein ist, werde ich wahrscheinlich auch einfach Erde hinsetzen. Zum einen, dass die Löcher zu sind, zum anderen, weil es besser ausschaut und außerdem, weil ich ja dann da wieder Bäume setzen möchte. Soll ja dann keine kahle Fläche sein, sondern es soll so ein kleiner Wald sein. Machen wir die Löcher mal zu. Was haben wir da alles? Stein, Erde, Mushrooms. Oh, da man da, Obsidian. Das ist aber schön, ne? Da bauen wir das und das. Auch sowas kann man natürlich finden. Und die kann er natürlich auch nicht abbauen. Er löscht die nicht, Gott sei Dank, sondern er lässt es dann einfach stehen, womit er nichts anfangen kann. Und diese 7x7 Felder sind so hoch, dass man sie mit der normalen Mining Cell noch erwischt. So, da haben wir auch noch einiges zum Abbauen. Ist halt das, wo wir relativ weit oben waren im Berg. Ja, Magnetit sieht man gerade, baut er auch nicht ab. Aber er lässt ihn nun stehen, damit wir den noch holen können. Das heißt, es wird irgendwie mit den Mining Cells zusammenhängen, weil mit der ersten Mining Cell, das wäre die Wood Mining Cell, mit der kann man normalen Steine bauen, aber kein Magnetit, kein Bedrock, kein Limestone. Das heißt, dieser wie heißt das jetzt schon wieder?
bei Bomben müssten es dann, genau. Diese Exkavatoren, ich würde immer sagen Extraktoren, aber okay, dürften sich nach der Qualität der Mining Cell richten. Und ich finde, was da überblieben ist, ist ja nicht schlimm, das kann man wirklich so abbauen. Man muss halt dann noch schauen, ob dazwischen noch irgendwo so Lootbeutel sind. Gerade wenn das so eine dichte Bedrock- und Limestone-Schicht ist. Aber Magnetit, ui. Man spart sich praktisch den ganzen Müll unter Anführungszeichen einzusammeln. Man sammelt sich nachher nur noch das teurere Zeug an. Dann kriegt er auch hin. Ja gut, die kriege ich mit der normalen Mining Cell auch hin. So, die sind auch schon fertig. Und darunter haben wir noch eins. Damit habe ich heute eine große Fläche von dem Berg entsorgt. Da liegt noch ein Lootbeutel. Das übliche. Da hinten liegt noch ein Lootbeutel. Eieiei, ist ja wie Ostern und Weihnachten. So, und dann wollte ich euch ja noch was zeigen. Da sind wir gestern dann so unsanft unterbrochen worden. Ich wollte euch ja eigentlich unser Gemeinschaftsprojekt zeigen. Beim Alai werdet ihr da heute im Kanal auch was dazu sehen. Wir hatten eigentlich ein Together. Nur nachdem er dabei mein TS abgeschmiert ist und was weiß ich was alles, habe ich mir überlegt, ich mache eine eigene Folge und sage euch, Leute, wenn ihr euch das anschauen wollt, dann geht's zum Alayam-Kanal. Ich verlinke das natürlich wieder unter meinem Video. Und schaut es euch dort an. Da habt ihr dann die ganzen Chaoten, die aktiv dabei sind. Also Xa, Ubi, Alaytok und mich. Oh, das bauen wir aber so ab. Moment. So. Ja, wir haben nicht da für das heutige Video. Was haben wir gemacht? Wir haben eine große, große Mauer gebaut. Weil unser Gebiet soll ja natürlich schön abgezäunt sein. Wir wollen dort Ruhe haben. Wir haben sogar einen Heilsee mittendrin. Wir haben zwei Farmer, die absolut irre sind. Der eine hat gestern schon, oder vorgestern, weiß ich gar nicht, das Ding gezähmt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, was das Ding ist. Das Ding ist ganz unten in der korrupten Welt. Mehr oder weniger sowas wie die Chefin da unten. Ja, mit der ist er hochgekommen. Er kannte sie vorher auch nicht. Er hat noch gemeint, ja, was ist denn das? Ist das aber nett? Nehmen wir das einfach mal mit nach oben. Und schon hatten wir das Ding ja, bei unseren Anfängerhütchen stehen. Dort wird es jetzt fleißig gefüttert, gewaschen und geerntet. Also Xa ist da sehr gründlich, was das angeht. Wie gesehen hat, dass ich meine Tiere nicht gewaschen habe, ist er vorbeikommen und hat die alle mal gewaschen. Ja, das ist Xa. Oder wie sage ich immer zu ihm, der Streber. Das stimmt immer so schön. Ja, da unten ist noch mehr, aber das lassen wir jetzt. Da kommen wir dann eh noch hin. Da. Machen wir dazu. Machen wir alles zu. So. Ja, ein bisschen mehr kommt dann halt erst, wenn der Berg da drüben auch weg ist. Wenigstens werden wir wieder ein bisschen Erde los. Weiß im Moment eh nicht, wohin damit. Ja, das können wir dann, wenn wir es mehr abbaut haben. Ah, da sieht man, da ist richtig viel Stein. Das heißt, dahinter wird es sich wahrscheinlich gar nicht lohnen, mit dem Kleinen abzubauen. Werde ich dann wohl händisch abbauen müssen. Die Höhe, wie ihr seht, geht auch. Ich kann 7x7 mit Springen zumindest noch abbauen.
Da ist die Höhe ganz okay, die das hochgeht. Wie wäre es jetzt, wenn ich da nicht mehr hochkommen würde? Und ich mal dann erst wieder was hochbauen müsste, damit ich den Rest abbauen kann. Aber so geht es eigentlich recht gut. Na? Mager. Und jetzt haben wir einen gewissen Teil immerhin schon auf der Höhe, die ich haben wollte. Wenn wir da endlich mal fertig sind, könnte ich euch das zeigen. Aber ich mag das jetzt auch nicht so stehen lassen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass da so viel stehen bleibt. Aber okay, Limestone brauche ich eh noch. Ich wollte noch ein paar Limestone-Wände machen. Und für Bedrock finden wir auch noch eine Verwendung. Aber wer das vom Onkel kennt, die Welt, der weiß wahrscheinlich, dass ich Limestone ganz gern verwende. Für Limestone Walls und ähnliches. Genauso wie die ganzen Obsidiansteine dann. Ja, da kann ich dann bald schauen, was man Schönes bauen kann. Jetzt sollte ich ja dann Ressourcen ein bisschen Vorrat haben, zumindest von Steinen. Erde sowieso. Aber mit der Erde kann man auch einen schönen Pfad machen. Ah, da liegt noch was. Der Torbogen da schaut gut aus. Vielleicht sollte man den so lassen. Und da einfach einen Weg so rüber. Da ist nichts mehr. Da, das geht auch noch weg. Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Okay, wir sind doch eins zu hoch, aber na gut, die letzte Schicht kann man notfalls auch händisch abbauen. Da bleibt so ein kleiner Teil, bis ich die zwei Bäume abgebaut habe. Ihr seht, da ist schon ein Riesenloch jetzt. Den Teil da vorne, der ist zu niedrig für das Gerät. Und den Teil da hinten, den muss ich wohl teilweise auch händisch abbauen, also gerade wo der Stein ist. Das würde mir so nicht viel bringen, wenn er mal fast alles stehen lässt und ich dann erst händisch abbauen muss. Oh, so einfach geht es also mit dem Gerät. Oder natürlich, ich baue es nächst bessere, aber dann wird es mal zu teuer. Habe ich eh schon gesagt im letzten Video, was das dann kostet. Da wären wir bei Gunpowder, der Diamant und Eisenstäben. Wobei momentan das Problem eigentlich nur der Diamant wäre. Gunpowder habe ich. Eisenstäbe habe ich. Boah, wobei Diamant ich jetzt gar nicht hier abbauen. Diamant wäre gar nicht so unerreichbar. Ja, da hinten am Berg. Sieht man dann, wo ich aufhöre. Da habe ich versucht, so eine halbe schöne Kante zu machen. Die werde ich auch noch weiterbauen, damit der Berg eben so richtige schöne Kante hat. Die Bäume da, die stehen Gott sei Dank auch ganz weit unten. Das heißt, die bleiben auch. Da muss ich nichts tun. Jetzt schon wieder dunkel. Tatsache. Ah, ist ja schlimm mit dem Wetter. Also, beziehungsweise mit der Uhrzeit. Da grabt man nur ein bisschen herum und schon ist es wieder Nacht. Zumindest kommt einem das dauernd so vor, gerade wenn man so Großprojekte macht wie Bergabtrang. Ist zwar nicht spannend, braucht man aber ab und zu, vor allem wenn er einem Weg steht. Wenn man ein ganzes Biom abtragt, dauert es noch länger. Aber auch das geht. So. Na komm, lass mich da wenigstens noch diesen kleinen Durchgang machen. Schön. Oh, da haben wir was zum Abbauen. Was haben wir da? Kohle. Na gut, dann nehmen wir halt Kohle. Wir nehmen alles mit, was wir brauchen. Hat die Kohle. Wollen wir schöne Lampen machen. Notfalls können wir es auch verbrennen. Ihr seht, da sind wir noch ein ganzes Stück höher, aber den Stein, den werden wir wirklich so abbauen. Ja, denk schon. Man muss ja nicht für alles die teuren Sachen nehmen. Da kann man sich schon anstrengen.
und es selbst machen. So, jetzt gehen wir mal da runter. Oh, Dankeschön. Ein bisschen Salat nehme ich gern. So machen. Der Salat kommt in die Küche. Ja, da vermisse ich auch noch sowas wie Glastüren. Das wäre doch cool. Da noch so eine Glastüre. Da weiß ich noch nicht, ob ich die Wand nicht um eins länger mache. Ja, oh ja, mit der Türe wird sie sich ausgehen. Oh nein, dann sind genau die Raumtrenner da. Das heißt, da kommt wahrscheinlich gleich der Raumtrenner dann hin. Treppe wird natürlich noch zwei breit. Da kommt der Mist rein, haben wir gerade keinen. Dann brauchen wir da drüben was. Ja, Fossilien. Wo haben wir die Fossilien hin dann? Da haben wir es. Die Pilze, die ich dauernd vergesse, kommen da rein. Stein kommt da rein. Ja, und ihr seht, es ist eine ganze Menge Stein. Super, der Container ist voll. Ja, ich habe die ganze Zeit keinen Stein gehabt. Und jetzt ist er plötzlich voll. Gut, Erze haben wir da. Zack und zack. Und Erde. Die haben wir da. Und zwar irgendwie immer mehr Kisten voll. Mal schauen, wie ich die wieder loswerde. So. Und dann wollte ich jetzt, ja, wohin? ich nehme mal den da, weil da weiß ich, wo ich lande. Man hört die ganzen Hintergrundgeräusche. Und man sieht unseren allseits beliebten Ladebildschirm. War übrigens eine Honigkönigin. Ja, das hier ist der kleine Zoo. Schaut's her mal. Gezähmt bei Aletok, Obile, Obile, Xa. Ein korruptes Livi hat er auch schon da. Ja, natürlich auch von Xa. Xa, Aletok. Oh Mann. Da wieder ein Xa. Ja, sein kleiner Garten. Er kocht ja da bei uns auch. Und ihr seht seinen kleinen Garten. Noch mehr kleiner Garten. Das da ist Xas Häuschen. Da sind noch mehr Haustiere. Xa. Oh, das ist sogar. Das war mein erstes Schweinchen. Da haben wir von Xa. Xa, Xa, Xa. Natürlich ein korrupter Schissert. Und da haben wir das Ding. Mit Partyhut. Oh Mann. Tatsache, mit Partyhut. So schaut das Ding normalerweise aus. Und so schaut es mit Partyhut aus. Lavawurm. Ah, da haben wir das Feral Pixie auch schon. Das baue ich dann nicht bald. Ja, also ihr seht, unser Xar ist da voll dabei und der erntet hier auch dauernd. Ich habe keine Ahnung, wie er das macht. Weil wenn man damit anfängt, dann tut man irgendwie nichts anderes mehr. Oh, wir haben da eine Hellquelle. Das ist aber nice. Ja, die Jungs sind da sehr aktiv. Ich nutze jetzt mal eben schnell die Hellquelle. Spart man sich Heiltränke. Da hätten wir unseren Höhleneingang. Lutsch, da geht's ganz schön tief runter. Und da wollte ich aber jetzt nicht hin. So, da geht's zu Obi. Da geht's, genau dorthin möchte ich nachher. Die zwei sind nicht benannt, da steht's oben drüber. Am besten finde ich das Schild Urwald oder so. Man bewusst dann so Savanne ist klar, aber was ist Urwald oder so? So. Zur Burg. Na, dann gehen wir mal hin. Das ist unser Gemeinschaftsprojekt. Ich liebe Ladebildschirme. Ja. Also. Ursprünglich war es ja so, dass der Alai meinte, er legt den Grundstein. Nachdem er sagte, er legt den Grundstein, war mal das hier alles da. Gut, die Fackel nicht, die habe ich
letztens erst aufgehängt. Das war also alles da. Ja, man sieht ein voll kleines Stiegenhaus. Also ihr könnt euch vielleicht schon vorstellen, was denn jetzt gleich kommt. So, da sind wir draußen. Also, das da nannte allein den Grundstein legen. Ist ein ganz nettes Ding. Wobei ich gerade sehe, da ist ja schon wieder weitergebaut worden. Nämlich so, dass sich dieses Schloss an den Felsen schmiegt, beziehungsweise. Ah, schaut doch ganz nett aus. So, wo war die Schatzkiste? Da. Ah, ja. Und wir haben dann noch dieses kleine Mäuerchen hier gebaut. Also, ja. Klein. Das da hinten kann Konkurrenz machen mit jedem Staudamm. Also diese Mauer. Davor haben wir jetzt Wasser. Es ist zwar vielleicht ein bisschen wenig, aber na, passt doch. Okay. Gibt's ja auch schon ein Häuschen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, irgendwer verewigt sich da schon. Das hier ist also gedacht, da können wir dann alle so ein kleines Häuschen hinbauen. Wenn wir miteinander dann was machen wollen, wäre das hier dann. So. Wie gesagt, da haben sie ein bisschen abgeschlossen. Es ist natürlich noch nicht ordentlich ausgeleuchtet, da fehlt noch einiges. Wir haben hier mehrere Biome in der Nähe. Da hinten haben wir Schneebiom, da hinten kommt irgendwo ein Grasbiom. Sehe ich das jetzt noch von irgendwo oder? Nee, da ist uns überall die Mauer im Weg. Ja. Und natürlich dahinterm Schloss der Heilsee. Wobei ich drauf gekommen bin, wir haben jetzt zwei Heilseen. Da nicht. Da ist er. Da ist unser Heilsee. Den wollten wir natürlich auch unbedingt drinnen haben. Ja, ist ganz praktisch. Und ist hinterm Schloss. So, ich würde sagen, damit soll es das gewesen sein für diese Folge. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montag, müsste das sein. Und sage bis zum nächsten Mal.